Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of Graces F Challenge The Rockagon. Okay, der Rockagon hat 400.000 HP, ist sehr schwach gegen A-Arts, wobei sehr schwach. Würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich finde die Kamera hier schon sehr gut positioniert, denn so seht ihr meistens, wenn er irgendwas vorhat. Irgendwas Interessantes zumindest. Und ja, wirklich viele Hinweise habe ich nicht. Der Rockagon ist ganz nett. Er versucht, unsere Charaktere zu treffen. Nein, ich möchte die Kamera eigentlich so haben, wie sie gerade war. Aber das ist eigentlich egal. Ja. Das Traurige ist, viel kann ich über den Rockagon eigentlich gar nicht sagen. Ihr seht, dass er Sharias Technik einfach unterdrückt. Die funktioniert hier nicht. Ich meine, mystische Arts funktionieren auch nicht. Aber da könnte ich jetzt auch gerade was Falsches im Kopf haben. Diesmal funktioniert es natürlich schneller. Ihr seht auch, dass wir einen 20-Minuten-Timer haben. Und auf einem etwas niedrigeren Level, ich habe es mal mit Level 120 versucht oder so, brauche ich diese 20 Minuten auch beinahe. Okay, und da habt ihr seine schlimmste Technik gesehen. Er kann Leute verschlucken. Und diese Leute kommen nicht wieder, bis der Kampf beendet ist. Ob ihr jetzt flieht oder sterbt. Die Leute kommen nicht wieder. Das ist so eine Art Monsterschrei, die ist auch ziemlich tödlich, die Attacke. Yep. Aber ihr seht, ich kann Sophie nicht wiederbeleben. Und dadurch, dass der Gegner, also seine Gegner im Prinzip fressen kann, haben wir natürlich das kleine Problem, dass meine Party immer schwächer wird, je länger der Kampf andauert und je mehr Leute gefressen werden sollten. Im Normalfall lasse ich es nicht so weit kommen, dass meine Leute gefressen werden, aber es kann halt passieren. Dementsprechend ist Vorsicht geboten. Und er setzt es einfach nur. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Er setzt es öfter ein, je weiter oder je näher er an seine HP-Grenzen kommt. Ab ungefähr der Hälfte seiner HP wird der Rockagon ausgenockt. Ist ganz schön. Einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass komisch gezielt wird und er nicht vernünftig getroffen wird von meinem A-Arzt. Zauber etc. pp. Funktionieren noch prima. Aber irgendwie kriegt Aspel das dann gar nicht mehr hin, ihn zu treffen. So. Jetzt macht er wieder diese schöne Attacke. Dann kann ich schon mal Sharia wiederbeleben. Die liegt ja jetzt am Straßenrand. Eigentlich wollte ich Sharia wiederbeleben und nicht den Captain, aber ist in Ordnung. 30 Items zu haben, kann hier nicht schaden, also in der zweiten Spielrunde zumindest. Ist jetzt kein Muss. Ist halt nur etwas, was nicht schaden kann. Ja, ihr seht, die Attacken machen gut Schaden, wenn sie den treffen. Im Großen und Ganzen, das ist das, was ich ein bisschen traurig daran finde. Das ist jetzt der Rockagon-Kampf. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Etwas, was ich ein bisschen schade finde. Der Rockagon ist so groß, er sieht so tough aus und im Großen und Ganzen war es das dann an, ja, Kampf. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber ist in Ordnung. Ich meine, ich weiß nicht, was man sonst mit einer riesigen Kreatur, die alles überragt, machen sollte. Das ist so die andere Sache. Ich weiche immer schon instinktiv zurück, weil ich Angst habe zu. Warum bist du hier, Captain? Egal, ich weiche schon immer instinktiv zurück, weil ich keine Lust habe, von irgendwas getroffen zu werden. Ihr seht, ich treffe ihn gar nicht vernünftig mit meinen Techniken, wenn er liegt. Ist echt ein bisschen nervig. Ja, das ist einfach nur ein lautes Brüllen. Ist zum Glück nichts extrem Tödliches.
sonst hätte ich echt Probleme. Ich sag nur wirklich, wenn ihr die Hälfte der Kämpfer verliert, ist es schon ein großes Problem. Im Normalfall, das sollte ich vielleicht dazu anmerken, im Normalfall werden Sharia und der Captain nicht unbedingt so weit rumrennen, eigentlich. Aus irgendeinem Grund haben sie sich jetzt dazu entschieden, das zu machen. Ich weiß es nicht, warum. Ist im Großen und Ganzen eigentlich auch nicht wirklich wichtig. Denn gewinnen würden wir jetzt auf jeden Fall. Denke ich mal zumindest. Wenn ich, also zumindest wenn ich dann Astrid verlieren würde und rüberwechseln müsste zu einem der Leute, dann könnte ich nämlich dafür sorgen, dass sie zum Beispiel dieser Attacke da fernbleiben, dementsprechend weniger Schaden nehmen und ja, dann ist das eigentlich kein Problem. Nebenbei bemerkt, ihr seht, dass Stoppuhren etc. pp. Keine Wirkung auf den Rockergong haben. Dem ist das völlig egal. Also braucht ihr nicht denken, dass ihr hier irgendwas damit bewirken könnt. Wäre zwar schön, aber funktioniert nicht. Genauso wie mystische Arzt nicht richtig funktionieren. Wie mir aufgefallen ist, dadurch, dass ich sie nicht mal benutzen kann, wenn ich möchte. Ja, mystische Arzt sind ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das war's jetzt. Für den Sieg erhaltet ihr ein bisschen Geld. Das Buch der Frugalitäten, was auch immer das ist. Und nein, das wird garantiert nicht Frugalitäten heißen. Und ja, das war's. Jetzt könntet ihr noch mehr herausfordern oder ihr könntet wieder in ihn reingehen. Mehr ist das nicht. Trauriger oder interessanterweise. So, das Buch. Verringert das Aerith, was zum Kochen benutzt wird. Beziehungsweise setzt es auf die Hälfte. Ist ganz nett, wenn man es denn möchte. Ich per se jetzt nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, kann ich von hier aus... Ja, ich kann zu bestimmten Sachen hinfliegen. Ich möchte jetzt einmal nach Telos Astue, um euch zu zeigen, wie teuer es ist, die Sichel zu kaufen. Nebenbei bemerkt, ihr könnt immer noch die Figurinen hier eintauschen. Obwohl wir jetzt natürlich nicht mehr in Familie und Vermächtnisse sind, sondern einfach nur... Ja, im Normalfall, also hier könnt ihr die Figurinen eintauschen, wenn ihr noch welche habt. Hier ist allerdings dieser Aerith-Modulator-Titel 243, also 2.430.000 galt. Nur dafür. Aber damit hat sie dann einen neuen Titel. Ja. Der Part ist jetzt ein bisschen kurz. Ist jetzt so das kleine Problem. Ich wüsste auch keinen guten Weg mehr, um ihn zu verlängern, außer vielleicht... Ja, doch, ich hab noch was. Ich hab doch immer noch was in der Hinterhand, ne? Natürlich! Erstmal möchte ich jetzt überprüfen, ob hier die letzte Anfrage endlich durch ist, denn bei meinem, sagen wir mal, Training wollte ich hier die letzte Anfrage auch zeigen, aber die kam gar nicht erst durch. Ja. Weil das da erst noch drin ist. Natürlich auch toll. Das Problem ist, wir brauchen die letzte Anfrage für einen weiteren optionalen Boss. Ja, da gibt's noch einen. Natürlich. So, dafür muss ich jetzt erstmal speichern. Und dann werde ich euch etwas zeigen, was ihr euch vielleicht schon die ganze Zeit gefragt habt, wenn ihr mal Tales of Graces gespielt habt. Was ist dieses Trials of Graces? Beziehungsweise die Herausforderung von Graces. So. Er benutzt unseren Save-File, um zu gucken, welche Trials wir machen können. Aber das hat auch noch einen anderen Grund, warum das geladen wird. Oh mein Gott. Du Schande. Also ihr seht hier, das sind ganz normale Gegner.
Das ist schon mal Punkt 1. Ich kann jetzt noch meine Leute modulieren hier. Und dann wird halt gekämpft gegen die Gegner, die beschrieben wurden. Nicht mehr, nicht weniger. Nach eurem Sieg werdet ihr benotet. Und ihr erhaltet dieses Reward-Item, diese Belohnung halt. Ich meine, ich kann jetzt erstmal ein bisschen noch reinspielen. Ich wollte eigentlich nicht alle zeigen. Weil das wahrscheinlich ein bisschen langweilig ist. Das sind mitunter auch Gegner, die man zu Kinderzeiten bekämpfen hätte können. Aber ist ja wurscht. Wie gesagt, alle möchte ich jetzt eigentlich nicht zeigen. Weil das einfach nur irgendwelche random Kämpfe sind gegen irgendwelche Gegner, die uns im Prinzip nichts bedeuten. Keine Ahnung, warum sie jetzt auf einmal mit den Stempeln anfängt, weil wir hier keine Stempel gesammelt haben, aber passt schon. Vielleicht mache ich aber auch alle, je nachdem wie lange die jetzt dauern. Denn ich werde jetzt versuchen, ein 20-Minuten-Video zu füllen. Wenn jetzt in der Zeit zufällig alle Aufgaben hier erfüllt werden, umso besser. Dann haben wir alle Aufgaben mal gezeigt. Dann ist gut. Die sind groß. Meine Güte. Ich weiß übrigens nicht, wie man hier benotet wird, also wonach man benotet wird. Ich weiß auch nur, man wird benotet. Sollte reichen, ne? Nächster, yeah. Seht nur, dass ich ungefähr mal in dem 500er Bereich bleibe. Ob das jetzt so gut ist, keine Ahnung. Ja, komm, speicher es. Toys Nerdic. Da könntet ihr auf jeden Fall sehr schnell an diesen... Eine Minimelone. Wow. Da kommt ihr zumindest sehr schnell an die... Gesellschaft gegen A-Art. Sagt mir das doch. An die Kristalle ran, so wie es aussah. Doch gegen B-Art, ja. Meiner nur. Wenn man so ein Blutsucker-Crystal braucht, dann bitte sehr. Oder Blutsauger-Kristall, wie auch immer. Früchtemesser. Honey, I shrunk the party. Ja. Ich weiß nicht, was ich über diese Sachen sagen soll. Ich habe sie normalerweise nie gemacht. Ich habe jetzt nur gedacht, ich zeig sie dann mal, weil der Rocket Gong jetzt auch nicht unbedingt so lange gedauert hat. Vielleicht zeige ich auch noch mal ein paar mehr. Wow, das ist ein original, komplett neues Kampfgebiet, weil wir hier nie kämpfen konnten, denn ja, Lambda / Erste hat das ja hier völlig zerstört. Interessant. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant sogar. Battlestars Aquatica, ja. Es gibt doch immer einen wohl Level, auf dem man es machen sollte. Da ist jetzt das Level 15. Wenn ich das davor alles als Kinder hätte machen sollen, ja dann... Gute Nacht. Also sieht gut aus, ne? Ebene 10, es sind 27 Prüfungen insgesamt. Dann kann ich es jetzt auch eigentlich alle zeigen. Okay, Cedric, Victoria und Bryce gleichzeitig? Meine Güte. Das ist mir auch erst später aufgefallen, weil ich dachte, ich lese das ja natürlich da rechts nicht. Wieso auch? Dachte mir nur so, what the? Leider gibt es die Trophäen für die 10-Sekunden-Sachen hier bei dir nicht. Rihanna ist dabei.
Was ist das für ein... Was? Oh mein Gott. Die sind so tiny. Ja, da drüben ist realer, das sehe ich auch noch. Du lieber Himmel. Die ganzen Gegner im Mini, ey. Meine Güte. The Struggle Within. Richard und Richard. Richard normal, Richard in böser Form. Yep. Diesmal gar nicht mal so wenig HP. Meine Güte. Aber interessant, dass dieser Kampf im Prinzip ein Thema verfolgt, ne? Dass das einmal der normale Richard ist und einmal der komplett übernommene. Au. Ja, fein, dann kriegst du halt den Schlag nochmal. Bitte sehr. Very weak to be art. Wenn ich nicht eingeschneit wäre. Längster Kampf bisher. Einfach nur eine Scherbe. Headhunter. Dullahan, ja, macht Sinn, dass da ein Dullahan bei ist. Und die anderen Gegner erscheinen irgendwo so hinter mir. Na super. Haben wir schon mal gegen Dullahane gekämpft? Ja, ne? Waren, glaube ich, normale Gegner im Schacht? Nee. Also es waren normale Gegner, bin ich zumindest ziemlich der Meinung, dass es normale Gegner waren. Au. Ziemlich uncool, ich würde mich gerne wieder bewegen, danke. Never give up. Yeah. Durandal, also zumindest gibt es ein gutes Schwert dafür. Wenn man es direkt am Anfang des Spiels hinkriegen würde. Zumindest dann. The fake is a lie. Ein Fake. Ja. Okay. Dann zeig mal diesen Fake. Oh mein Gott. Okay. Wobei natürlich The Fake is a Lie eine ganz klare Anspielung ist auf The Cake is a Lie. Wenn nicht, dann wäre die Wortwahl sehr interessant. Okay, für ein oder zwei haben wir noch Zeit, denke ich mal. Waking Nightmare. Ein Fragezeichen. Ne, du bist Lambdas. Ihr seid Lambdas. Ihr seid Fragezeichen. Warum bist du ein Fragezeichen? Okay. Was zum Teufel habe ich da gerade vernichtet? Ich schätze mal, deswegen ist da ein Fragezeichen, aber meine Güte. Ich habe absolut keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Ich habe keine Ahnung, was ich da vernichtet habe. Wow, da war mal ein Kampf mit über 600 und ein Darkshine Crystal, nur für uns. Qualitätsschleim zusammen. Ah ja. Die Königin der Schleime. Wie gesagt, schade, dass man hier eben keine... keine Trophäen dafür mehr bekommen kann. Au, au, au. Oh mein Gott! Mehr als 200.000? Nur für sie auf einmal? Meine Güte. Die gar nicht wissen, wie sie dann Solomus und diese ganzen Drachen gleichzeitig auf dem Kampffeld haben und wie viel HP die haben und oh Gott. Ich meine, wenn sie die so extrem verstärken können, dann ist das ziemlich... Also was heißt können? Ich meine, klar können sie das, sie sind die Entwickler. Warum sollten sie es nicht können? Aber wenn sie das schon machen, dann frage ich mich, wie übel das dann ausläuft. Okay. Jet Black Overall, nur für uns. Flamme der Schnorkelmelone? Was? Ah, okay.
der letzte Kampf für diesen Part. So. Die ganzen Gegner, die die Klamotten geklaut hatten. Beziehungsweise die Turtles. Wahrscheinlich das Dunkle hat sie ja damals geklaut, aber... Okay. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, Leute. Dann werde ich vermutlich einfach erstmal weiter hier mit den Sachen machen und dann versuchen wir, den nächsten optionalen Boss herauszufordern. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss!